Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer wunderschönen neuen Folge vom Quick Check. Ich habe mal wieder ein wundervolles Deck für euch hier vorbereitet. Vorher aber noch kurz zwei schlechte Nachrichten, die ich anmerken muss, denn dies wird hier der einzige Quick Check für diese Woche sein, aufgrund von Zeitmangel. Und zusätzlich wird es am Sonntag leider keinen Stream geben, da ich noch nicht weiß, wann ich wieder von meiner Reise zurückkommen werde. Wir holen das Ganze aber am Dienstag nach. Heißt also, Gameplay zu diesem Deck wird es am Dienstagabend im Stream geben. Jetzt lasst uns aber das Deck angucken, denn ich finde, es ist wirklich eins der coolsten Decks, die wir bis jetzt durchgecheckt haben, und kommt schon relativ nah an den Triple Reno Mage hin, denn es ist ein Standard Chicken ODK Jäger. Das wütende Hühnchen hat endlich seinen Weg in ein Deck im Standard gefunden und ist tatsächlich auch noch ein OTK Finisher. Wer hätte das nur gedacht? Ich tatsächlich überhaupt nicht, und ich bin mir ziemlich sicher, dass dieses Deck schon etwas länger existiert, weil keine neuen Karten hier eigentlich mit drin sind, aber ich habe es jetzt erst entdeckt und deswegen gucken wir es uns mal ein bisschen genauer an. Wie spielt man dieses Deck? Denn wir brauchen auf jeden Fall einige Combo Pieces, damit es überhaupt funktioniert, und zusätzlich extrem viel Card Draw. Dann funktioniert das Deck tatsächlich auch nur, wenn wir auf Turn 10 kommen, denn unsere Combo kostet insgesamt 10 Mana, im besten Fall, muss man dazu sagen. Das heißt also, wir brauchen hier Mana-Verbilligung, die wir im Wild deutlich besser generieren können als im Standard, nutzen also hier im Standard wirklich das Schlechteste vom Schlechten, muss ich leider sagen. Gucken wir uns also die Combo mal ein bisschen genau an. Wir haben hier düstere Raserei, die wir auf unser wütendes Hühnchen casten. Damit bekommen wir ein 1-Mana-4-4er Hühnchen und drei Kopien von diesem 4-4er Hühnchen in unser Deck. Diese Hühnchen versuchen wir dann zu ziehen und mit dem hilflosen Jungtier am besten zu verbilligen. Eine Alternative ist, mit dem hilflosen Jungtier das Tundra-Nashorn zu verbilligen. Und hier seht ihr schon wirklich unsere fertige Combo dann eigentlich. Wir spielen die drei Hühnchen hier raus, geben ihn durch das Tundra-Nashorn Ansturm und hauen dann Schnellfeuer auf die wilden, auf die wütenden Hühnchen. Schnellfeuer macht ihnen also einen Schaden. Sie machen damit dann 9 Damage, weil sie ja vorher 4-4 waren, plus 5 Angriff sind also 9 Schaden pro Hühnchen. 9 mal 3 sind 27, plus 2 durch das Tundra-Nashorn wäre dann locker leicht 29 Schaden, und durch das Schnellfeuer haben wir dann Schaden Nummer 30. Deswegen ist es so wichtig, dass wir hier auf jeden Fall die Verbilligung auf unsere Minions drauf kriegen. Alternativ dazu, wenn ihr das Ganze im Wild spielen wollt, nutzt einfach Emperor Thorisson. Er ist extrem gut, er kann dieses Deck deutlich, deutlich schneller machen, dass ihr tatsächlich schon auf Turn 8 kombinieren könnt, wenn ihr all eure Karten gezogen habt, was natürlich auch sehr, sehr schwierig ist, aber man könnte es zumindest mal versuchen. Und so könnt ihr dann euren Gegner extrem schön in einem Zug finishen. Was benötigt ihr also dafür, um eure ganzen Hühnchen und sowas zu ziehen? Viel Card Draw, und zwar sehr, sehr viel Card Draw. Deswegen haben wir hier den Beutehamster, er hat den Todesröcheln, zieht eine Karte, Ingenieurslehrling hat den Kampfschrei, zieht eine Karte, Blutmagier Fallen, das hat auch den Todesröcheln, zieht eine Karte, und das Leuchtfeuer ist einigermaßen okay tatsächlich hier im Standard, weil wir ja auch noch ein paar Secret Hunter oder alternativ auch Mages, die manchmal Secrets benutzen, dabei haben. Aber prinzipiell wollen wir hier keine Geheimnisse zerstören, keine Diener mit Verstohlenheit aufdecken, sondern eigentlich nur eine Karte ziehen. Hier habe ich nochmal drei spezifischere Card Draws mit aufgelistet. Entfernten Lesen lässt uns ja die obersten drei Karten, die obersten drei Karten unseres Decks anschauen, und wir ziehen eine davon und werfen die anderen ab. Hier ist natürlich eine große Problematik, wenn wir dann drei Hühnchen aufdecken würden oder zwei Hühnchen aufdecken würden, denn dann müssten wir neue Hühnchen in unser Deck reinschaffen. Also nutzt das weise, dieses Fährtenlesen. Nymphe des Hexenwaldes ist eine sehr, sehr starke Karte. 4 Mana, 3-3. Wir ziehen safe einen One-Drop aus unserem Deck raus für den Fall, dass wir keinen One-Drop mehr haben, den anderen niedrigstkostensten Diener aus unserem Deck, und Ruf des Meisters, entdeckt einen Diener aus eurem Deck, zieht alle drei Karten, wenn alle Wildtiere sind. Sehr, sehr gut, da wir hier eigentlich nur einen einzigen, oder besser gesagt zwei Minions haben, die keine Wildtiere sind. Das ist einmal die Nymphe des Hexenwaldes. Gut, okay, dann sind es insgesamt drei Minions, denn wir spielen sie zweimal. Und Ziliax. Also sehr, sehr cool, um hier dann viele Hühnchen wieder rauszuziehen, um schnell auf euren OTK zu kommen. Natürlich müssen wir auch ein bisschen Removal mit drin haben, um auf Turn 10 zu kommen. Es gibt gerade sehr, sehr viele Agro-Decks. Wir müssen uns da also ein bisschen beherrschen und auch schauen, wo wir dann optimal unser Removal setzen. Dafür haben wir zweimal tödlicher Schuss und zweimal die Bestie ist los, die ja eigentlich viermal da ist, weil es einen Zwillingszauber hat, und natürlich noch, um rein Sustain hier zu etablieren, Wildtierbegleiter als Tradability, vielleicht auch als Damage, den wir brauchen könnten, um unsere Hühnchen-Kombo noch ein bisschen zu verbessern. Ziliax für Leben, für Heilung, für Sport, für Götterschild und nicht zu vergessen Sul'jin, der einfach nur mal ein kleiner
zusätzlicher Value Spike ist. Wir haben dadurch eine Hero Ability, die wir auf Gegner casten können. Also nicht nur das ins Gesicht des Gegners, sondern auch auf Minions. Wir haben alle Zauber, die in diesem Spiel gespielt werden, werden nochmals gecastet. Wir kriegen also unsere 5-5er, hier unsere 5-5er, wie heißen sie auf Deutsch, Wyvern auch nochmal mit an den Start und noch zusätzlich 5 Rüstung. So, das soll es also auch gewesen sein mit dem Chicken OTK Deck. Wenn ihr das Ganze testen wollt, ist wie gesagt unten in der Videobeschreibung der Deckcode dazu verlinkt. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn ja, zeigt es mir sehr, sehr gerne mit einem Daumen nach oben. Schreibt was Schönes in die Kommentare. Vergesst natürlich nicht zu abonnieren und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.